Hola, Freunde der leichten Unterhaltung. Die Corinna hat mich immer noch schwer im Schwitzkasten. Man hört es immer noch an der Stimme. Ich sehe vielleicht auch nicht hundertprozentig perfekt aus, aber das liegt daran geschuldet aus zwei Sachen. Immer noch wegen meinem Corona-Infekt und zweitens, langsam geht es mit dem Netflix-Gucken 23 Stunden am Tag echt auf die Augen. Aber irgendeiner muss ja die Bewertungen machen, damit ihr wisst, was, wenn ihr nach einem harten Arbeitstag heimkommt, welche Serien ihr gucken sollt. Und meiner einer hat sich da freiwillig zur Verfügung gestellt. Entschuldigung. Erstmal vorab die ganzen Genesungsglückwünsche vom letzten Video. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß es auch wirklich zu schätzen. Es ist auch wirklich schön, wenn die Leute sich dann nach der Gesundheit erkundigen und einem noch alles Gute wünschen. Was wir heute haben. Vor lauter Langeweile, weil ich ja nicht nur Fernsehen gucken kann, habe ich dann auch angefangen, Werkzeug zu bestellen. Was habe ich mir bestellt? Wie ihr auf dem Titelbild schon gesehen habt, den neuen Besoffen bin ich nicht, keine Sorge, liegt vielleicht an Tabletten. Den neuen GX12 von Bosch. Den wollte ich euch hier mal zeigen. Kleiner handlicher Exzenterschleifer. Wie es auch die meisten Leute wissen, ich bin ja jetzt nicht wirklich der größte Bosch-Fan, der größte Bosch-Jünger. Alles was 18 Volt Geräte betrifft, bin ich in der roten Fraktion von Milwaukee. Aber eine Sache muss man halt sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Ich sag mal, es gibt wenige Hersteller, die preislich, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis an die 12-Volt-Sachen von Bosch rankommen. Muss man den lassen. Und da ich das 12-Volt-System habe mit dem normalen Schrauber, mit dem Flexi-Click, die Mini-Flex, das sind alles sehr gute Geräte. Top-Geschichte. Es gibt auch ein, zwei Geräte, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Was ich hatte, war die Stichsäge und die Säbelsäge. Die fand ich jetzt persönlich nicht so das Gelbe vom Ei. Die habe ich dann wieder verkloppt. Aber diese Sachen, die ich da habe, einwandfrei. Oder wer kennt sie nicht? Die kleine Kantenfräse. Super, super Teile. So, da habe ich gedacht, alles klar, da ich mich ja dann in diesem 12-Volt-Habitat von Bosch befinde, lasse ich mir den noch kommen. Das allererste, was mir aufgefallen ist, er hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zum Mercaderos von der Form her. Und das zweite, was natürlich sehr ansprechend war, war der Preis. Das Ding kostet ohne Akku knapp über 100 Euro. Also ich hatte jetzt eine Aktion, bei Amazon gibt es den mit Koffer, ohne Ladegerät, ohne Akkus für 115 Euro, dann konnte man irgendwie so einen Coupon einlösen, habe ich den am Schluss für 103 gekriegt. Aber ich glaube, im Karton Standardpreis sind gerade beim großen A 106. Das Gerät verlinke ich euch dann unten auch. Jetzt hole ich euch mal eben näher ran, damit ihr seht, von was ich reden tue. Hier haben wir ihn, den kleinen schnuckligen 12-Volt-Schleifer. Was gleich auffällig ist, vorne der Ein- und Ausschalter. Wenn ihr den betätigt, geht seitlich auch die Akkuladestandsanzeige mit an. Ich habe jetzt nur kurz drauf gedrückt, dann seht ihr gleich, wie der Ladestand von den Akkus ist. So, direkt unter der Ladestandsanzeige haben wir einen Geschwindigkeitsregler, was echt schön gemacht ist. Das Gerät hat natürlich einen Brushless-Motor und den stinknormalen 12-Volt-Akku von Bosch, die ganz normale Aufnahme. Ich meine, es ist am Schluss ein Exzenterschleifer. Ich zeige euch hier jetzt kein Raumschiff. Ne? So, und auf der anderen Seite muss ich sagen, schön positioniert, schön gemacht, die Staubabsaugung. Und hier zwischen, was mir noch gleich aufgefallen ist, zwischen Schleifteller und Gehäuse, wo der Staub abgesaugt wird, ist nochmal eine Gummisicke, die das dann quasi noch ein bisschen mehr abdichtet. So, und das ist eigentlich auch schon alles. Ihr seht, man kann den entweder so halten oder natürlich so. Das Gerät ist super, super geil ausbalanciert. Muss ich sagen, er ist schön leicht, er ist schön handlich und ihm fehlt es für ein 12-Volt-Gerät bei weitem auch nicht an Kraft. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, richtig schnuckliges kleines Teil. Ich habe mir jetzt noch so einen Adapter dazu besorgt, den habe ich schon mal abgeschnitten. Das ist so ein Universaladapter, den man dann auf Länge kürzen kann. Der wird dann nach oben hin immer schmaler, um den dann hier drauf zu packen. Das ist so ein, ja, irgendwas zwischen Plastik und Gummi, ne? Das ist ein bisschen härterer Gummi. Den kann man dann hier drauf machen. Das geht etwas schwerer, aber das ist auch gut, weil dann weiß man, dass es hält. So, kann man hier dann schön drauf machen. Verlinke ich euch dann unten auch, weil den finde ich recht gut. Der passt recht gut zu meinem Schlauch. Und dann kann man nämlich seinen Saugschlauch einfach schön da reinmachen. Und dann hat man die ganze Geschichte schon wirklich von der Haptik her, also wirklich richtig, richtig geile Sache. So, und jetzt kommt's, was mich auch noch verblüfft hat. Ich meine, alle Leute schreien immer Mercaderos, Mercaderos. Das ist ja anscheinend das Maß aller Dinge, auch vom staubfreien Absaugen her.
Jetzt werde ich euch aber mal was zeigen. Ich drehe jetzt mal eben meine Absauganlage auf minimale Saugkraft. Ich habe ein normales Schleifpapier. Hier ist nicht irgendwie ein Abranet drauf oder ein Schleifnetz oder sonst irgendwas. Mit den ganz normalen Löchern, 40er Körnung. So. Absaugung an. Niedrigste Stufe. Nehmen wir mal ein Brett. So, hier ist ein bisschen gröber, dann sieht man den Unterschied besser. Das ist ein 40er Korn, das trägt also richtig ab und das sollte eigentlich auch richtig stauben. Ne? Aber wie ihr seht nichts, also die Absaugung an dem Schleifer funktioniert tadellos. Trotz, dass es nur die ganz normalen 8 Absauglöcher sind. Und ein stinknormales Schleifpapier. Nichts Spezielles, nichts Fancy-mäßiges. Also wirklich Sahne. Das funktioniert richtig Sahne. Und man merkt auch schon, wenn ich den hier jetzt auf den Tisch gebe, der saugt sich richtig fest. Das finde ich total krass. Und das ist nämlich das, wenn ich jetzt die Absauganlage Vollgas laufen lasse, dann saugt die sich mit diesem Exzenter so stark an der Fläche fest, dass man ihn wirklich schwerer hin und her schieben kann. Und das finde ich schon ganz schön bemerkenswert. So, jetzt machen wir die ganze Chose mal wieder aus. Drehen wir mal wieder hoch zu mir. So. Jetzt muss ich natürlich sagen, wir reden hier von einem kleinen Exzenterschleifer. Ich kann euch jetzt da keine 7 Stunden über diesen Exzenterschleifer erklären. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meines Erachtens nach, mit diesem Gerät ist Bosch ein richtig, richtig guter Wurf gelungen. Und das Ding gibt es auch noch in 18 Volt, da hatte ich noch nicht das Vergnügen, den zu probieren. Sind beides 125 mm Schleifteller. Ich bin der Meinung, hier haben die Leute von Bosch einen richtig geilen Job gemacht. Und wie gesagt, ich bin nicht der Bosch-Jünger, ne? Müssen wir sagen. Aber wenn was geil ist, ist es geil. Und dazu ist es auch noch preiswert. Jetzt kann man sich entscheiden, wenn man jetzt sehr, sehr viel schleift, ob man sich vielleicht den 18er rauslässt oder ob man sich ein netzbetriebenes Gerät rauslässt. Aus dem einfachen Grund, wenn man sowieso immer den Absaugschlauch dran hat, ja, Entschuldigung, wenn man immer den Absaugschlauch dran hat, kommt es auch nicht darauf an, ob man noch ein Stromkabel dran hat. Wenn man sehr, sehr viel schleift, sehr viele Flächen, stundenlang, würde ich ein Netzgerät empfehlen. Aber für die stinknormalen kleinen Schleifarbeiten. Ich meine, wenn man schon ein Akkusystem hat, hat man auch mehrere von denen. Dann kann man die auch schnell untereinander wechseln. Und so ein 2-AH-Akku ist recht schnell geladen, der ist in einer halben Stunde voll. Also, da brauchen wir gar nicht reden. Ich denke auch für Leute, die zum Beispiel Ausbesserungen an Autos machen oder sonst irgendwas, wenn sie mal schnell rausgehen und an der Stoßstange irgendwas schleifen wollen, oder weiß der Teufel, ist das schon eine ganz schöne Sache. Und da kann man sich auch überlegen, besorgt man sich dann für knapp über 100 Euro so ein Ding oder kauft man für 400 Euro einen Mercaderos? Muss jeder für sich selber wissen. Der Mercaderos ist natürlich immer das Maß aller Dinge. Ein saugeiles Gerät, braucht man gar nicht reden. Aber wir haben ja nicht alle einen Geldscheißer zu Hause. Sind wir mal ganz klipp und klar. So, ich muss sagen, ich bin von dem Ding total begeistert. Wie gesagt, den Gummiadapter und den Exzenter verlinke ich euch mal unten dran. Wenn ihr da vielleicht Bock drauf habt, guckt es euch an. Wenn ihr auch noch was dazu zu sagen habt, könnt ihr mir gerne auch unten in den Kommentaren einen schönen Kommentar da lassen. Und über was ich mich natürlich auch riesig freuen würde, wäre ein Abo unten auf meinem Kanal. Da kostet nichts, ist umsonst. Das Einzige, was ihr dafür ertragen müsst, ist mein dummes Gequatsche. Ihr Lieben, vielleicht konnte ich euch das Gerät ein bisschen näher bringen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Und ich lege mich jetzt wieder in die Haier und kuriere die Corinna ordentlich aus. Bis dann, macht's gut.